reicht rot an in den Kalendern, Feste, die Vollsommer sind. Wenn die Nächte sich verändern, weil der Tag an Licht gewinnt. Nützt die Zeit, zurückzublicken. Schon Erreichtes reicht nicht aus. Neue Starteruhren ticken, denn die Zeit läuft schnell voraus. Aufsteigt der Tag, dass ihr ihn füllen sollt. Mit Leistung, Lebensfreude, Leidenschaft. Rasch eilt der Tag, drum säumt nicht, sondern handelt. Die Welt braucht uns und unsere Schöpferkraft. Heute ist ein schöner Tag, ja, so wie ich ihn gerne mag. Sind alle meine Freunde hier, das Turn- und Sportfest feiert hier. So stolz und fröhlich sind wir heute, dass sich ein jeder mit uns freut. Heute ist ein schöner Tag, ja, so wie ich ihn gerne mag. Die ganze Stadt ist aufgeregt, weil überall sich was bewegt. An allen Ecken geht es rund, der Sport und Spaß und hält gesund. Heute ist ein schöner Tag, ja, so wie ich ihn gerne mag. Ach, viel zu langsam ging die Zeit, na endlich ist es nun soweit. Denn heute sind wir nicht allein. Dann lassen wir zusammen. HZ. Jawohl, und ziehen. Komm, komm. Gut, lockern. Und ab. Nochmal. Kopf mit den Nacken reißen. Ab. Schon kaputt. Gut. Linkes Hand. Oh! Gut, hopp! Und? Ja, ein bisschen einseitig ist abgesprochen. Du bist instabil. Und hier festmachen, dass du lang bleibst und den Kopf oben lassen. Und? Etwas besser. Etwas, aber nicht viel.
eins und reicht noch nicht aus. Und eins und zwei und eins und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Auf und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Langsam also, Augen, das muss gefährlich aussehen. Nicht so leicht. Also ich heiße Simone Nicoletzig und bin 16 Jahre alt. Mein zukünftiger Beruf ist Friseuse. Ich habe die 10. Klasse jetzt mit dem Prädikat gut abgeschlossen. Und zur Sportschau bin ich durch Akrobatik gekommen. Und 12 und 13 und 14 und 15 und 16 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11 und 12 und 13 und 14 und 15 und 16 und 1. Thank you.
Sitze oder gerade deshalb? In den Mittagsstunden wurden immerhin kurz über dem Stadionteppich nahezu 60 Grad Celsius gemessen. Erstmalig begrüßen wir bei einem Turn- und Sportfest den Übungsverband Familiensport. Guck mal, hier sieht das schon so knautschig wie jetzt manchmal. Bin ich um 78, da war ich 4 Jahre alt. Mhm. Kikariko, hier ist das süß. Da habt ihr euch mal vertragen in der Wanne. Heute gibt's nur Kraft. Aber bereiter. Das fand ich hier am niedlichsten. Da hängt er am Klettergerüst. Klettergerüst. Ja, hier nochmal mit dem Karussell. Das ist was für dich, war Rico? 6 Jahre bin ich. Was machst du nochmal? Rico Steinberg heiß ich. Also ich gehe in die 3. Klasse und heiße Romy Steinberg. Meine Mutti heißt Bärbel. Und sie ist Konstrukteurin. Mein Papa heißt Bodo Steinberg. Er ist Polizist. Er hat den Beruf, mit Hubschrauber zu fliegen. Wir sind sehr naturverbunden. Kinder freuen sich über ein kleines Käferchen oder über neue frische Blätter an den Bäumen. Das ist richtig schön, das anzusehen, ja. Ich fahr auch gerne im Wald. Ja. Na, und dann kommen wir dann eben zum Badestrand. Das geht 1-2 fix, da sind unsere beiden drin. Ich bin da immer so ein bisschen zimperlich. Mein Ziel ist eigentlich, mal am Rennsteiglauf mit teilzunehmen. Also mein Mann läuft erst seine große Runde, sind 11 Kilometer. Und wenn er dann hier zu Hause wieder ankommt, dann stehe ich schon startklar. Ja, 3 Minuten noch ein bisschen ausschnaufen. Komm hier runter und drehen wir die Runde so lang. Na, man muss irgendwie sportlich aktiv sein. Und da haben wir damit angefangen, mit dem Laufen. Und ich habe auch gleich gemerkt, dass mir das gut tut. Man muss den Kreislauf in Schwung halten.
Senkt die Fahnen, die wir halten, hin zur Erde, die uns trägt, die uns braucht, die wir gestalten, dass sie schmerzlos sich bewegt. Jugend heißt, sich aufzubäumen, dass die Erde uns nicht stirbt. Aber Jugend heißt auch träumen, wie man um das Leben wirbt. Sind jetzt bei 14,41 Sekunden. Was ist denn der Sieg wert? Oh, nein, ich bin... Oh ja, würden wir jetzt auf jeden Fall gewinnen. Kann doch mal ETG nicht blamieren. Was hast du denn davor genommen, so gut? Jetzt hast du mir wieder August. Und nächstes Jahr Technik trainieren.
nur Technik drin. Ja. Oh, ja, ich geh mal schnell. Mini, grüß dich. Gratulation. Bring mal. Danke dir. Mensch, es geht ab. Oh, was hat's denn hier? Ich hab's geklappt. Danke. Herr Hartmann, und dann darf ich dir übergeben, Thomas Munkel, dein Vorbild, ich hatte das Wort. Es waren große Tage des Sports. Unser Bund und dank den Teilnehmern der Kinder- und Jugendsportlatiale, den vielen Volkssportlern, den Mitwirkenden der Sportschau und den Aktiven der internationalen Wettkämpfe. Die Flamme des Festes leuchtet weit durch die Nacht. Was wir erlebten, hat in uns ein Feuer entfacht. Das brennt unauslöschlich. Das drängt zur gestaltenden Tat für die Heimat, den Sozialismus, für unseren Staat.